Ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga, Boyakasha, rückwärts, Sprung, ausgezeichnet. Wir sind weiter im freien Spiel, wir suchen ja noch Stein, machen Nebenquests und so, bla bla bla. So, ich bin auf Coruscant, weil ich habe ja in der letzten Folge diese Kanji Club Rekrutierungsmission angenommen, wo ich hier Mitglieder für einen Kanji Club rekrutieren soll, ne? Einer soll hier auf Coruscant sein. Deswegen sind wir hier auf Coruscant. In der Nähe des Outlander Clubs herumgetrieben. Darunter auch eine bedrohlich ruhig aussehende Person. Bedrohlich ruhig aussehende Person. Ey, das bin ich. Ich werde auch immer als Schläger irgendwie verwechselt. So, gut, wir sollen ja noch einige Leute finden, die sich hier mit anderen Leuten prügeln, ne? Die irgendwie harte Kerle sind, ne? Oder Frauen, keine Ahnung. Und das sieht irgendwie komisch aus. Und ja, gucken wir mal. Ich dachte, das wäre ein... Wer oder was bist du? Was? Die Sache in Jabba's Palast hat mir die Augen geöffnet. Ich bin gerade noch mit den Leben noch vollkommen. Seitdem achte ich darauf, dass mein Arbeitsplatz nicht potenziell tödlich ist. Apropos Arbeit, jetzt wo Jabba nicht mehr ist, brauche ich dringend einen neuen Job, aber ich kann es mir auch nicht leisten, irgendwelche Arbeitgeber abzuklappern. Kannst du mir helfen? Ja. Danke, Schätzchen. Ich habe mein letztes Geld für die Reise nach Coruscant ausgegeben, in der Hoffnung, hier was zu finden. Aber als ich beim Besitzer des Outlander Clubs vortanzen wollte, hörte ich, dass er gar nicht hier ist. Kannst du ihn vielleicht ausfindig machen? Ich würde mal im Club nachfragen. Also, dann ist er doch da. Tanz der Sterne. Okay, eins nach dem anderen, okay. So, ich sehe schon, da prügeln sich welche. Ich will mich auch prügeln. Wer von euch ist da? Du? Meine Güte. Da. Ich bräuchte. Normalerweise würdet ihr jetzt schon heulend davonlaufen. Der Kanji Club. Was, während du abgefeuert wirst von mir? Klingt gut, warum nicht? Diese Verlierer hier zu verdreschen wird langsam langweilig. Außerdem gibt's beim Kanji Club gratis Kaffee. Okay, so haben wir das. Dann gehen wir mal hier rein, weil hier gibt's auch noch was, ne? So, muss ich die Quest aktiv haben, damit hier irgendwie was passiert? Nee, ne? Okay, muss ich die Quest echt hier aktivieren, damit ich auch vorankomme. Das ist Nebenauftrag. Ich finde außerdem cool, dass hier aktive Aufträge steht, aber ich sowieso nur einen aktivieren kann, ne? Ja. Ups. So, also wenn ich das nicht aktiviere, ne? Okay, geht trotzdem. Kommandieren mich dauernd rum und schimpfen, wenn ich den Kunden Jabba-Saft ins Gesicht schütte. Chef, ha! Ja. Alles klar. Tanz der Sterne. Also das hat anscheinend geholfen, ne? Ich habe den Besitzer schon länger nicht gesehen. Ja. Oh, guck mal, wie groß ich bin im Vergleich. Keine Ahnung wo. Vielleicht weiß es seine Assistentin. Ihr findet sie oben. Okay. Wie komme ich nach oben hier, ne? Kann ich da hochklettern? Wenn ich gar nicht mit dem Druiden da hochklettern kann. Mit dem Superkampf-Druiden. Hi. Chef. Ups. Sorry. Passiert manchmal. Natürlich weiß ich, wo er ist, aber ich kann das doch nicht einfach jedem dahergelaufenen Boba oder Bib verraten. Zumindest nicht umsonst. Ja, meinetwegen. 6500 willst du mich ausnehmen, oder was? Ja, da muss ich sowieso hin. Wegen einer anderen Mission. Da muss ich sowieso hin, wegen... Okay, warum sagst du mir nochmal?
Da muss ich sowieso hin, ne? Wegen einer anderen Mission. Wegen der letzte Kanji-Mitglied, glaube ich. Aber da gehen wir mal raus. Ist hier noch irgendwas? Was ist denn hier passiert? So, ist hier noch irgendeine andere Quest? Da ist sogar echt eine. Oder ist das hier? Ja, das ist die, die ich gerade angenommen habe, ne? Ist egal, ich will sowieso erstmal hier nach. Hier ist noch eine andere Mission auf Coruscant, und zwar mit irgendwelchen Kopfgeldjägern ist irgendwas, ne? Ja, wo das hier schon wieder ist, ist natürlich die Frage, ne? Ja, kümmern wir uns dann mal darum. Dann gehen wir nach Mos Eisley. Ja, sind da schon wieder diese verkackten Blöden. Also Mos Eisley, da muss ich sowieso hin. Kann ich direkt zwei Quests auf einmal machen, ne? Okay. Habe ich auf die Dinger eigentlich schon geritten? Es gibt also eine Trophäe, wo ich irgendwie vieles Viech hier reiten muss. Ne? Was ist mein Schiff? Außerdem habe ich mir eine Trophäe geholt hier, wo ich okay, dauert ein bisschen lange gerade. Hallo. Okay. Außerdem habe ich eine Trophäe geholt, wo ich mich irgendwie, ich glaube, 25 Mal verkleiden muss als Held. Da war ehrlich gesagt ziemlich chillig. Ich habe einfach die eine Mission genommen, wo wir nach in der Starkiller Basis waren. Da sind da müssen wir ja so 30 Sturmtruppler, boah, ich höre das Viech schon, müssen wir ja schon 30 Sturmtruppler hier besiegen, ne? Und was ich gemacht habe ist, nachdem wir die besiegt, werden da hier so, ich bin einmal drauf gegangen, so. Jemand, das wird ja wohl reichen, ne? Also ich habe irgendwie ein paar Sturmtruppler erledigt, so hat die alle irgendwie hier genug Dinger fallen lassen, ne? Jetzt muss die andere Mission machen, vielleicht. Problem ist, die teleportieren mich dann ja wieder zurück, ne? Da war Takodana, ne? Tako. Weiß nicht, ob ich dann auch direkt hier zurückgepackt werde. So, willst du zurück zu links zurückkehren oder so? Boah. Und ja, keine Ahnung, ich bin in diese Starkiller Basis-Mission reingegangen. Hab Sturmtruppe erledigt, bis sie irgendwie ihre Klamotten fallen gelassen haben. Und dann, was ich gemacht habe, ist, ich habe folgendermaßen, weil ich habe einen Held genommen, also ihn hier. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Also was ich gemacht habe ist, hey, also das ist schon, ne? Ich habe ihn genommen, habe die Sturmtruppler Klamotten alle angezogen, alle drei Teile, dann bin ich zu jemand anderen gewechselt, sie zum Beispiel, ne? Und als ich zu einem anderen Kaka gewechselt habe, ne, der nicht hier gerade auf dem Feld ist, wurden die Klamotten wieder abgelegt, ne? Also die lagen dann wieder alle am Boden, ne? Dann habe ich wieder mit ihnen hier alle Klamotten angezogen, damit ich wieder zu einem anderen Charakter gewechselt, damit die Klamotten wieder alle am Boden liegen. Dann habe ich die wieder alle aufgehoben und dann habe ich so lange gemacht, bis ich die Trophäe bekommen habe. Ich habe da mal gecheckt, ob das überhaupt klappt, ne? Weil bei der Trophäe war irgendwie so eine Prozentzahl, so wie oft man das gemacht hat, ne? Und die ist höher gegangen, also hat das geklappt, ne? Was ziemlich praktisch war, also da habe ich echt locker die Trophäe bekommen, ehrlich gesagt. Also ja, war sehr chillig, ziemlich einfach. Alles in Ordnung? Das war nur ein Aufwärmkampf. Der echte Kampf kommt erst noch. Oh, der Kanji Club. Ja, auf, ich brauche den. So, aber ich will noch nicht zurück. Meine Güte, beruhig dich, Kollege. So, Coruscant, ne? Nein, ne. Wo ist es hier? Tanz der Sterne, so. Dann gehen wir das noch holen, was? Doch in der Kantine, also
so, hier kann man rein. Boah, macht doch die Tür auf. Ah, da muss ich auch wieder meinen Druiden hier einpacken. Ne? Ich kann auf mich aufpassen. Ja, ich kann auf mich aufpassen. Deswegen sagst du auch immer im Intro so: Ich brauche jemanden, der mir den Weg zeigt. Ne? Ja. Boah. Hätte ich erst mit ihm geredet, dann hätte ich schon direkt mich zurück teleportieren können. Cool, danke. So, was mit dir? Mein Freund Ponda Baba hier wurde Opfer eines Missverständnisses, bei dem er Namen verloren. Ja, Namen verloren. Details sind nicht wichtig und es ist sicherlich niemand schuld. Trotzdem. Als Arzt habe ich versucht, den Arm selbst wieder anzubringen, aber es hat nicht recht geklappt. Jetzt will ich Experten hinzuziehen, aber ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Du vielleicht? Nein. Du willst mir helfen? Du bist gar nicht so übel, wie ich dachte. In Ordnung. Hör zu. Du musst jemanden finden, der Ponda einen Ersatzarm besorgen kann, ohne Fragen zu stellen. Und jemanden, der das Ding anbringen kann. Und auch keine Fragen stellt. Verstanden? Jetzt die 3 POs roten Arm da nehmen, keine Ahnung. Armlose Frage. Ja gut, wieder einfach überhaupt nichts sagt. So, jetzt muss ich, hier ist noch irgendwie was anscheinend. Hier ist eine. Kann ich dich irgendwie. Warum reden die Leute jetzt schon wieder nicht, ey? hier muss man irgendwas machen anscheinend. Vielleicht kriegt man das noch, weiß ich nicht. So, ich muss so oder so zurück nach Takodana jetzt, wegen 2 Sachen. Nee, da war... Nee, war das nicht? Kanji Club, war das nicht? Wieso genau dieses, was ist das mit diesem, genau deswegen ist das hier mit diesem blöden. Hier ist das, mein Gott. Deswegen ist das so blöde gemacht hier, ey. So. Lass mich noch mal extra hier hin. Genau deswegen ist das so blöde gemacht hier in dem Spiel. Alles, was die einbringen müssten, jetzt wäre ein alles gelesen Button. Drückst einfach einen Knopf und so, oh, ich habe alles gelesen. Also so viele Spiele haben, das ist voll einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Wenn die noch mal ein Lego-Spiel rausbringen, dann müssen die halt so was von beheben. Geht es auch nicht. Das allergrößte Mist hier. Und das Spiel ist super unübersichtlich. Und das Spiel ist schon unübersichtlich mit den ganzen Menuing und so. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber mein Gott. Okay, was soll's. So, ich weiß nicht, was ich genau mit diesem einen Rätsel da machen soll, das ich von ihr bekommen hat. Aber gucken wir mal. Hier sind außerdem noch eine Menge Steine, die ich nicht habe. Da, wo sind diese? Hey! Da ist einer. Ich muss da oben hin. Ja. Gibt's da nicht mal. Der hängt da einfach so. Der hängt da einfach so ab. Gibt doch nicht mal. Da habe ich schon gesagt, dass ich jetzt von allen Episoden alle Dinger jetzt eingesammelt habe. Ich habe jetzt alle. Da gehe ich einfach ganz nach oben, nehme ich an, ne? Ja. So, ich muss sowieso hier rein. Ich glaube, von da aus kann man da hoch, ne? Ja. Nein, nicht du, Lisa. War die oben? Ja. Dö. Das sind die Rekruten, die du mir gebracht hast. Nicht schlecht. Ich vertraue deinem Urteil, aber werden wir noch sehen, ob sie meine Standards entsprechen. Was dich betrifft, ich nehme an, dass du den Kanji Club beitreten willst. Nein, sehr bedauerlich. Vielleicht können wir uns trotzdem weiterhin gegenseitig helfen. Oh, noch eine Quest.
Nach der Quest muss bei mir noch ein Ding. Er sieht ein bisschen aus wie Saw Gerrera. Nein. Da bin ich mir nur ein. So, willst du noch was von mir? Du bist bei mir noch hier verzeichnet. Ja, dann komme ich ein anderes Mal wieder. Egal. So, ich will jetzt erstmal einen Stein da haben. Okay. Hier unten irgendwo. Nope. Oh, da kommen wir hin vielleicht. Okay. Ist hier oben noch was? Oh Gott, noch kein Vorwärtssprung. So, und jetzt wirst du das Ding ist. Ich will mal kurz sehen hier. Oh Gott. So, warum sagt denn hier niemand mehr was? Boah. Ich will keine Sprüche mehr, gar nichts, ey. Boah. Einmal das Spiel beenden oder so. Halt. Kann ich von hier aus dahin? Oh. Wie komme ich dahin? Das ist hier so oben irgendwo, aber wie komme ich dahin? Bei mir jetzt, das ist gar nicht so weit entfernt, warte. Oh, was hat denn? Komm mal hier hin. Okay. What? Oh, hey, guck mal. Na, du auch. Hoch da. Ausgezeichnet. Ist ein Stein, ja. Felsige Vergütung. Okay, cool. Dann haben wir hier noch 4 übrig. Cool. Ha. Nur einer ist da im Wasser. Ich weiß nicht, wo man da hinkommt. Einer ist da oben noch. Bin ich da schon lang gegangen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Sorge für diese Lagerfeuer sind hier irgendwie wichtig. Mit diesem einen Rätsel oder so, ne? Oder die haben die irgendwas damit zu tun. So. Und von der Quest habe ich überhaupt deaktiviert. Ach, ich muss da noch den Boss hier finden, ne? Das war Coruscant, ne? Tanz der Sterne. Vielleicht ist er ja irgendwo auf dem Weg. Ne, anscheinend nicht. So, wie komme ich da hin? Da. Ich sehe schon, da kann man sich rüberschwingen. Okay. Lass mich doch. Lass mich doch. So, geh aus dem Weg. Ich wollte schon sagen, ich schnapp dir mehr Ding jetzt weg. Konverin. Konvoi. Okay. So, wo ist die Quest? Da drinne? Ich weiß es nicht. So, mit dem Angeln, das weiß ich jetzt nicht, ne? Wie man da reinkommt, ne? Wird vertagt. Aber, Entschuldigung. Ich wollte total. So, und ich muss schon wieder rein. Vielleicht kann ich als den Typ nochmal ansprechen von dem Kanji Club. Ich frage mich, ob die Schriftzeichen lernen da. Japanische Schriftzeichen, ne? Hallöchen. Ja, der Outlander Club gehört mir. Und du hast hoffentlich einen guten Grund, um dieses Männerwohl. Yep. Diese wichtige Besprechung zwischen Nachtclubbesitzern zu spüren. Was? Sollte er sagen, Männerwo? Männerwochenende? Eine Freundin von dir will bei mir tanzen. Da lässt sich vielleicht was machen.
wenn ich selbst mehr in Tanzlaune wäre. Warum schmeißt du nicht eine kleine Party für mich? Dann reden wir. Ich weiß. Ich weiß schon. Ich möchte für sie tanzen. Ah, kommt mal alle näher. Bleib doch mal drinne. Oh Baby, mehr. Sind doch gar nicht mehr am. Ich glaube einfach mit denen da rein. Reicht schon. Weil die alle out of sync sind, ist das der Grund? Muss ich jetzt warten? Okay. Die müssen alle austanzen, ne? Okay, jetzt ist es eine Party. Ich mache jetzt Party. Macht ihr auch Party? Okay. Ich weiß nicht, wie gut deine Freundin beim Tanzen ist, aber du hast mir gute Laune gebracht, also wird das schon reichen. Das war. Gut, erinnert mich an so eine Mission, wo man in Knights of the Old Republic, da gab es so eine kleine Nebenmission, wo man so eine Tänzerin irgendwie helfen sollte, einen Job zu bekommen als Tänzerin. Ich habe den Job, unglaublich. Wow, du musst ihn ja schwer beeindruckt haben, wenn er mich engagiert hat, ohne mich tanzen zu sehen. Vielen Dank, Schätzchen. Das ist nur der erste Schritt. Aber jetzt geht's im Leben von Greta Jindovanian steil bergauf. Sie auch ein Charakter? Ich habe noch nie einen weiblichen Odiana gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal schalten. Aphörische Max Rebo, schon wieder der Typ. Ich glaube, ich habe zwei Charaktere. Ola. Mein Gott, ey. Nach dem Lego-Spiel. Meine Güte. So, war ja noch eine Quest irgendwo. Da oben ist sogar noch eine. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir mal dahin. Gehen wir mal dahin. Ich habe ja glaube ich schon alles, ne? Ja. Dann bis auf die Charaktere. Dann lass mich mal da hoch, Mann. Okay. Jetzt schon wieder dieser schwierige Typ. Bonk. Ja, oder? Hey, noch ein Rodian. Gehen wir da an, Ritter. Esst hier bloß nicht. Der Service ist miserabel. Das Essen schlecht, das Personal aufdringlich. Aber vor allem haben sie nicht mal mein Lieblingsgericht. Stahlpickerkeulen. Sicher, die schmecken ungewöhnlich. Die meisten hassen sie, aber ich liebe sie. Ich würde sie mir ja selbst machen, wenn mir jemand einen Stahlpicker bringen würde. Klar. Ihr besorgt mir einen Stahlpicker? Wirklich? Das ist ja wunderbar. Ihr findet sie vermutlich beim Picken in der Wüste von Jako, beim Nima-Außenposten. Wenn ihr schon mal dort seid, bringt doch mal gleich mehr mit. Dann kann ich mir ein ganzes Jahr vor diese herrliche 10 Keulen kochen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Okay. Magen aus Stahl. So. Noch die wird automatisch aktiviert. So, wenn ich jetzt wüsste, wo diese eine Mission ist mit hier, wo ich nach Coruscant bin. Ne? Ich muss ja immer herausfinden, wo ich die Mission bekommen habe, ne? Nicht wo die gerade los ist. Und da ist ja alles hier so komisch sortiert, habe ich keine Ahnung, wo das ist. Kaschik, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich einige Planeten machen, wo nur noch ein, zwei Sachen übrig sind, ne? Nämlich das. Damit die Übersicht hier schon besser wird, ne?
Oh. Na, da ist sogar ihren Kopf gerade hier. So, im Senatsbezirk. Gehen wir da hin. Ist ja noch die zweite Quest auch irgendwo. Mir fehlen noch zwei Charaktere, nämlich. Nee. So, gehen wir zum Senatsbezirk. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, nee, nee. Wir sind die, die überfallen. Wir sind tatsächlich die, die das überfallen tun. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Okay. Ich meine, wir kriegen ja relativ viele Missionen ja erledigt, wenn wir uns echt darauf konzentrieren, habe ich so ein Gefühl, ne? So. Horacing. Rede mit dem Auftraggeber. Boah. Echt genug. Ich bin der Kopfgeldjäger. Ich sagte dir doch, wo die Holocrons sind. Was willst du noch? Ah, du hast sie schon gefunden. Schön für dich. Dann kannst du mir ja vielleicht bei einem kleinen Problem helfen. Es geht um meinen Partner Bosk. Bosk will mich. Alles klar, den möchten wir auch noch. Kopfgeld, das uns beiden zusteht, allein einstreichen. Wenn du ihn für mich erledigst, könnten wir. Ich war voll verwirrt, als den Star Wars Battlefront hier. Charakter war, ne? Ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war. Schon wieder Nima. Flieg dorthin und zeig ihm, was mit Leuten passiert, die mich hintergehen wollen. Okay, Jakob ist mal, aber ich habe so ein Gefühl, ich muss mir eine Liste führen, ne? Weil das Spiel nicht so gut darin ist, ne? So, haben wir hier noch eine andere Quest, wenn wir schon mal hier sind. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Hier ist noch ein Schiff irgendwo und ein Stein. Ah, das war's. Okay, sollen wir zum Nima aus dem Posten gehen? Ja, ne. Dann gehen wir zum Nima aus Posten. Nach Jaku direkt. Aber direkt diese Mission. Da fehlt noch ein Charakter und ein Stein, ne? Vielleicht ist das damit verbunden irgendwie, ne? Wäre natürlich gut, ne? Ja, bringt das sowieso nichts, wenn wir sowieso irgendwie irgendwann mal Mission bekommen, wo wir sowieso noch mal zu den Planeten zurückkehren. Also diese 100% bringt es irgendwie auch nicht so. Hab ich so das Gefühl. Und ja, ich habe gerade ein Schluck Wasser getrunken. Diesmal war kein Luke in der Nähe, der gleichzeitig eine Milch getrunken hat. Woher kommt das überhaupt? Hat der mal Milch getrunken im Film oder so? Kommt das daher? Oder war jetzt irgendwie diese Anspielung, dass er so ein junger, aufstrebender Held ist oder so? Was gesehen? Großer Echsentyp, richtig? Er suchte irgendwas. Weiß nicht mehr, was es war. Ich habe ihm gesagt, er soll die Händler da drüben fragen. So, irgendwie ironisch, dass wir als Boba Fett spielen, wenn wir Bosk konfrontieren. What? Wer da? Hallo? Ach, die Dinger. Ah ja, stimmt. Müssen wir ja auch noch jagen. Gut, wow, dann darf ich mich nicht zurück teleportieren. Boah, Leute. Alter, willst du mich... Mach's doch jetzt nicht so kompliziert. Die Dinger sind... Oh mein Gott. Okay, ich muss den noch mal treffen. Ne? Ah, okay. Gar nicht dran gedacht. Gut, stimmt. Müssen wir zwei Missionen auf einmal machen dann. Da geht er hin. So, ist hier noch eine Quest? Oh, die sind ja überall markiert. Ich will rauszoomen, aber geht nicht. Warum nicht? Weil das schon weit genug ist. Okay. Einsteigen, was? Diesen Schlitten, den Ray benutzt hat.
Yay. Okay, cool. So, ich bin auf der Suche nach Vögeln. So, wo seid denn ihr noch? Da ist einer, oder? Ja. Ja, Leute, ich bin auf der Suche nach dem Vogel, okay? Da ging relativ einfacher. Okay, warte, ist gleich noch einer da. Oh mein Gott, warum ist er jetzt so einfach? Das ist gar nicht so einfach, die Dinger zu treffen. Ey. So. Yeah. Und so muss ich mir eigentlich immer wieder anschauen. Ey. Ihr kennt Borsk? Er wollte meine Waren sehen. Aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen will, habe ich hohe Schulden bei ihm. Also habe ich ihm gesagt, er soll sich im Lager bedienen. Kann sein, dass er sich im Lager eingeschlossen hat, um in Ruhe zu stöbern. Falls es dringend ist, müsste hier irgendwo noch eine Schlüsselkarte fürs Lager rumliegen. Habe ich schon geöffnet? Habe ich eigentlich schon mal geöffnet? Gefunden. Das Lager. So, ich dachte, er meinte jetzt das Gebäude da. Ja, eine Sekunde. Boom. Ja, ich muss nicht mit dir reden. Ich weiß, er ist drin. Ne? Perfekt. Wird hier abgeschossen, ausgezeichnet. Ich sagte doch, ich will mich in Ruhe umsehen. Mal, da ist sie. Da bist du ja, du falsche Schlange. Oh, Hora? Was zum... Erwischt, Boss. Dachtest wohl, du kannst mich reinlegen und alles für dich haben, ne? All die... Trampoline. Was? Das ist nicht unsere Beute. Welche Beute, Aura? Ein Informant hat mir gesteckt, dass es hier Trampoline gibt. Ein Volltreffer für einen begeisterten Trampolinsprenger wie mich. Hoppla. Das ist das Gefühl in der englischen Version. Nicht erwartet. Ich werde direkt rot im Gesicht. Ist irgendwie, war nicht ein Pan oder irgendwie so was, keine Ahnung. Du bist so bleich wie immer, Aura. Oh, komm aufs Trampolin. Vielleicht kriegst du dann etwas Farbe. Boing, boing. Was für ein Missverständnis. Ich habe deine Zeit verschwendet. Wenn ich es wieder gut machen kann, sag einfach Bescheid. Alles klar. Na, ich krieg direkt die nächste Mission. Yay! Ups. Ups. The Aura Sing. Die habe ich zum ersten Mal gesehen in Star Wars Demolition. Machen wir weiter. Du siehst für mich nicht wie ein Schurke aus. Oh. Schurke, alles klar. Ich bin dabei. Wie lautet der Plan? Jetzt reden die Leute wieder. Durcheinander vorhin. Was? Ihr dachtet alle, ich wollte Aura hintergehen. Ja, aber ich habe schon noch einen Job zu erledigen. Diese Trampoline nämlich. Interesse? Ich wollte deshalb Trampoline haben, um sie den Bergarbeitern in Mustafa zu übergeben. Mein Gott, ist ein netter Typ. Die Krallen, die da unten einfach nur angemalt sind, an seinen Füßen. Ich hatte halt Lust auf Spaß. Was? Und nur hüpfen konnte er es befriedigen. Das ist nur ähnlich gefahren. Ja, ich bin Kopfgeldjäger und ich mag Trampoline. Das ist schon mal alles. Das sind schon mal zwei Sachen. Klar. Ich bereite eine Ladung Trampoline vor, die du für mich. Mit Aura Sing jetzt das Rest des Spiels hier bleiben. Sorge nur dafür, dass sie in einem Stück ankommt, okay? Wir treffen uns dann dort. Mach mal. Hüpfgeld. Okay. Gut. Aber das ist dann auch die letzte, nehme ich an, keine Ahnung.
Ich muss aber noch die Vögel hier finden, die ich erledigen muss. Ja, okay, die sind da oben irgendwo. Aus dem Weg. Vorsicht, ein, Entschuldigung, aus dem Weg. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, aus dem Weg. Ja, okay. Eine Sekunde, okay, ja, ich liebe es hier so über die Wüste so zu düsen, so. Oh Gott. Oh, ich nehme an, das sind die Trampoline, die ich muss ich die irgendwie einstecken oder so. Aber wenn ich hier mehrere Quests hätte, würden irgendwie alle Sachen hier so angezeigt werden. Wahrscheinlich nicht, ne? So, wird so ein sehr starker Schuss genug. Boah, fliegt doch nicht immer so nah an mich heran. Wieso treffe ich mit so einem einzelnen Schuss? Sind die Zielsuchen? Ich glaube, die sind Zielsuchen sogar. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Ah. Vorsicht. Ja, ich glaube, die sind ein bisschen zielsuchend. Vor allem, wenn die aufgeladen sind. Ja, ich habe sofort von daneben gehauen, aber ich habe sie trotzdem getroffen. So, nächste Quest erledigt. Hey. Ich habe hier so Hühnerkeulen. So, bring mich zurück. Boah. Bring mich zurück nach Korskant. Boah. Ich habe doch eine Mission abgeschlossen. Ne? Wo war denn jetzt noch mal auf Korskant, ne? Okay. Warte, das war richtig. Na gut, gehen wir da ein. Wenn ich dann gehe, mache ich mal kurz so was. Aber ist ja egal, ne? Ja, das war mal. Okay. Es geht voran. Einige Planeten sind schon komplett abgeschlossen. Bald. Für dich. Und da ist er direkt. Oh, wir sind direkt hier. Perfekt. Als ob das Spiel das wusste. Vielleicht wusste das Spiel es ja. Was genau bringt das eigentlich? Macht das einfach nur so ein bisschen Schaden? Ich weiß es nicht. Ausgezeichnet. Mit dem Fort kann ich so viel von den köstlichen 10 Gummikeulen machen, wie ich will. Vielleicht mache ich sogar mein eigenes Restaurant auf. Von 5 Vögel. Nein, diese deliziösen Delikatessen sind. Nur für mich. Die anderen wissen diese Köstlichkeit nicht zu schätzen. Ignorant. Wo waren wir? Ach ja, danke. Magen aus Stahl. Okay, cool. Senatswache. Ach so. Ist das wie so ein normaler Ritter irgendwie? Alles klar. Die Wachen vom Senat. So, mehr haben wir ja nicht. Hä? So, ich muss nach. Wo müssen wir noch hin? Nach. Ich will hier Mustafa. Ne, war nicht Mustafa, war. Jaku, mein Gott. Haben wir nämlich Jaku ja schon mal erledigt, ne? Von all den Quests. Wenn ich Glück habe, wird da auch nicht die ganze Zeit ein gelbes Ding angezeigt. Damit ich das schon mal ausblenden kann. So weniger, je weniger Sachen ich hier ausblenden muss, ne? Desto besser, habe ich so ein Gefühl. Oh, oh nee. Okay.
müssen wieder ein paar Leute hier abballern, ne? 5-6 Mal oder so, ne? Lass mich raten. Bäb, 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 ja. So sei vorsichtig. Du dachtest, du könntest ein Trampolin in mein System bringen, ohne dass ich es merke, oder? Her damit! Leute. Ihr braucht echt ein Hobby, habe ich so ein Gefühl. Aber wenn ich noch einen Held spiele, dann bekommen die irgendwie einen Bonus, oder? Beim Fliegen, oder? Ich glaube, die machen nicht mehr Schaden oder so, ne? Okay. Schlechte Nachrichten, Kumpel. Wir werden diese Ladung nun aus deinen Händen befreien und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Ich kann nicht abschießen. Also, ich kann schon mal dagegen tun. Also, ich kann nicht abschießen, ne? Sind mal die Ladebildschirme, die so nervig sind, so. Und geht's euch so? Okay. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, jetzt kommen ein paar mehr. Nein, jetzt sind bestimmt 10 da, ne? Oder 8. Ne, pass auf, jetzt sind es genau gleich hier, nur mit ein paar mehr. Oh mein Gott, nein, jetzt sind da 8 Leute. Also, was soll ich denn dagegen jemals machen? Das ist genau gleich wie vorhin, nur ein bisschen mehr. So, du bist tot. Wow. Was ist schon wieder los? Oh, habe ich noch nie gesehen, deine Mitte. Ich weiß nicht, wieso mein Aufnahmegerät jetzt immer so ein paar Hänger hat. War bei Final Fantasy 7 letztens auch so. Das bleibt irgendwie für so ein paar Sekunden einmal kurz stehen, ne? Also jedenfalls mein PC-Bildschirm jedenfalls, wo ich ja halt aufnehme und so, ne? Ja. Mein Fernseher ist noch alles normal. Also es muss mein Aufnahmegerät sein. Oder mein PC, keine Ahnung. Oh nein, es sind bestimmt 10 hier. Nein, 12. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Ah. Boah, bleibst du. Oh nein, ich habe keine Chance. Das ist so schwierig. Ich dachte, das wäre ein Kind. Also. Den machen wir platt. Wir machen platt wie ein Pfannkuchen, bis die ganz platt sind. Ne? Aber die Klappe hier. Was ist das? Stell dir mal vor, das waren deine letzten Worte. Du hast irgendwie auch voll getrasht. Und das nächste Mal, du siehst, ist einfach nur so. Oh mein Gott! Mit diesen Worten bist du ins Ableben gegangen. Ugh. So, mach ihn, ne? Jetzt lande ich hier wahrscheinlich wieder direkt in der Weltraumschlacht oder so, ne? Direkt, wenn ich hier reinkomme. Nein, okay. Sieht irgendwas? Nö. Ich hab's noch ein Schiff. Ich weiß ja nicht, wie genau das hier mit dem Dings abläuft, ne? Mit den Raumschiffen hier, mit den Sternschiffen, ne? Muss ich auch irgendwie welche hier noch freischalten, ne? Und die tut man ja durch diese Weltraumschlachten freischalten, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hier. Was zum? Wieso kann ich denn auf ihn ballern? Also, jetzt kann ich endlich diesen Schatz. Ich sollte mich beeilen.
folge mir nicht. Ich habe alles im Griff. Echt. Feind amüsiert. Das ist Bosk. Mein Gott. Dieser Warte ist Namen gewonnen. Nicht, muss man hier alle Weltraumschlachten erledigen, damit man damit hier irgendwie so ein Schiff spawnt oder so. Ich weiß das nicht. So ein Kreuzer halt. Ne, man kann ja diese Kreuzer über den Torstern und so weiter alles hier freischalten, wenn man das macht. Weiß ich genau, wie das hier funktioniert. Manchmal tun die irgendwie so random spawnen, ne? Vielleicht tun die in bestimmten Gebieten oder so spawnen, ich weiß es nicht. Nein. Ja, warum ist das so? Komm schon. Aua. Geht euch doch mal ab, Leute. Ich weiß nicht, wann die Dinger spawnen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Jedi-Pilot. Warte mal, wieso sagst du denn ein Imperium? Was? So, ah, komm mal. Die unsichtbare Hand, was? Von wem war noch mal? Ja, seht ihr, genau so ist das. Okay, alles klar. Ich nehme an, wenn man das jetzt hier, boah, die unsichtbare Hand, von wem war das noch mal? Ich weiß das. Unsichtbare Hand. Wir nehmen die unsichtbare Hand. Aber ja, doch, irgendwie kann man dazu freischalten. Okay, also muss ich erstmal ein paar Raumschlachten machen, wenn ich sehe, da ist irgendwo noch so ein Schiff zum Freischalten. Und dann irgendwann spawnt hier dieses, so ein Kampfschiff irgendwann. Da kann ich dann auseinandernehmen, ne? Da kann ich wieder da reingehen, glaube ich, ne? Ich habe ja noch ein paar Mal bisher gemacht, ich glaube einmal sogar. Ich nehme an, spätestens... wenn ich da reingehe, sehe ich schon, wen hat noch mal gehört, unsichtbare Hand. Ich habe erst gedacht, irgendwie Fraun, aber ne, Fraun heißt, glaube ich, irgendwie Chimera oder so, ne? Ich glaube, Frauns Schiff heißt irgendwie die Chimera oder so. Aber unsichtbare Hand, ich habe vergessen, wer das war. Kann man ja nachgucken gleich. Das steht ja hier bei den... Wenn ich das Ding freigeschaltet habe, dann steht das ja, wen hat gehört, nehme ich an, ne? Oder sobald ich hier reingehe, muss ich wahrscheinlich die Person bekämpfen, denen das Schiff gehört oder so, ne? Dann werde ich mich voll ärgern, so, ah ja, genau. Wie frustriert der Klang. Knallt sie ab! Na genau, muss ich ja noch abknallen. Klar. Warum muss ich ja noch abknallen? Wo denn? Ich sehe ja noch überall rote Zeichen, aber... Ich sehe noch eine Million rote Zeichen, aber irgendwie sehe ich ja nichts. Ah. Wo? Ich sehe überall noch rote Zeichen, aber ich sehe ja nichts zum Abknallen. Wer ballert mich denn hier noch ab? Ich sehe nirgendwo was. Da. Wer ballert mich denn hier noch ab? Was ist hier los? Irgendjemand ballert mich ja noch ab hier irgendwo. Boah, Leute. Wer, wo, was? Wo? Na, was? Da habe ich gerade Schadenzahlen gesehen. Ja. Ich sehe noch so viele rote Dinger hier, ne? Man könnte meinen, hier sind noch 20 Sachen irgendwo zum Abknallen. Aber ich sehe ja nichts.
Wow. Ah. Was ich hoffen. Da. Ah. Boah. Da müssen wir auch zeigen. Ja, boah. Ich weiß immer noch nicht, warum ich überhaupt die Fracht immer noch hab, ne? So, was? Oh, sag mir jetzt nicht, ich muss das nochmal neu machen. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch eine Mission auf Mustafa. Folge Bosk nicht nach Mustafa. Okay, mache ich nicht. So, wo? Wer da was? Ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts. Da. Oh mein Gott. Könnte das Schiff von General Grievous sein? Die unsichtbare Hand. Kann übernommen werden. Da sind ja Druiden an Bord, also muss das ja von der Konföderation sein, ne? Von den Separatisten, irgendwas, ne? Ich habe immer neue Fracht. Unsichtbare Hand. Ist da vielleicht das Schiff, wo man irgendwie am Anfang hier ist? In Episode 1? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. So, ich finde das voll cool, dass man hier so in die Schiffe reingehen kann und die so übernehmen kann. Kann ich hier rein? Nee. Ah. Bin ja den Captain. So. Das könnte vielleicht davon General Grievous sein. Das sieht sogar so hier aus. Ja, da ist doch der Hangar hier von Episode 3, ne? Am Anfang. Nein, machen wir ihn jetzt. Warum sind dann zwei von denen hier gerade? Was zum Leute? Oh Mann, Jedi. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir. Ich hab Blokan. So, wo ist das Ding? Oder liegt da? Liegt da am Boden? Da kommt er. Ja, das ist von General Grievous, ja. Es ist Zeit für Panik. Den schnapp ich mir. Da gibt's da keine Secrets oder irgendwie sowas, ne? Ne, was? 7? OOM 14. Ist das irgendein wichtiger Droide? Also was? Ich habe noch eine bessere Idee. Eine bessere Idee hier. Mein Schiff. Kleine Routineprüfung, ne? So Leute, ich will mal sehen, wie hier, was hier tut im Falle eines Angriffs, ne? Kleine Routineübung von uns alle hier. Oh Gott. Ja. Ich hab du jetzt ein, ja. Meins. Sieht aus wie so ein NES-Controller. Doch. Der steht immer kleiner. Was sind wir denn da? Hier geblieben. Haha. Ah,
Wer von euch hat noch einen da? Ich sehe es. Wer? Irgendwo sehe ich das Ding auf der Karte. Wo ist er? Hier. Meine. Zack. Du wirst entlassen. Yay. Was? Okay, danke. Natürlich will ich halt sofort kaufen. Okay, sind auch noch Dinger irgendwo. Cool. Dann machen wir die Quest beim nächsten Mal, nehme ich an. Oh, was? Machen wir so von kaputt. Oh, was? Was ist das hier? Was mache ich hier? Oh, ich sehe es. Ich höre aber nur Türen auf und zu gehen. Ne? Ging gar nicht richtig runter. Na egal. Okay, dann gibt es ja auch noch. Ich glaube, bei dem letzten Ding gab es aber nicht irgendwie sowas hier so zum... Oh, was zum... Ach, die Explosivdinger hier, alles klar. Da war das letzte Kampfschiff, was ich freigeschaltet habe, da gab es aber nicht irgendwie so Sachen sind zum Erkunden. Boah, guck mal hier. Das sind wahrscheinlich die ganzen Statuen, ne? Ich glaube, so eine Statue musste man auch in der Story-Quest hier erledigen, so als Herausforderung oder so. Oder für so ein Mini-Kit. Da habe ich hier... Ne, ich bin nichts bekommen. Warum ist ja Logo von der originalen Trilogie? Das ist doch ein Schiff von der Dings. Ansonsten würde ich das nie im Leben sagen. Ist das, was du sagen willst? Yay! Alles klar. Entschuldigung, dass ich gestört habe. So. Ich werde die blöden Ziele erfinde. Oh, da ist eins. Hier in jeden Raum nehme ich an. Okay. So, da. Da, verdammt. Okay, da. Oh Gott, da. Wo ist er? Boah. Oh, da. Nein, nicht bewegen. Boah. Alter. Da. Dann Leute. Da. Alter, warum ist das so schwierig? Da. Dann da. Dann. Was zum. Boah, wo ist der hier? Ich krieg das hier nicht hin. So, noch mal. So. Du. Dann. Du.
So. Nein, was zum... Ah. Warum ist das so schwer? Ich gerade. Also was? Ja. Mein Gott. Alter. Sicheres Händchen. Das ist gar nicht so schön, gar nicht so einfach, Mann. Okay. So. Statue. Statue, ne? Oh, mitten in den Schritt. Ja, 6 von 10. Irgendwie cool, so eine eigene Druidenbasis zu haben. Letztes Mal, als ich so ein Schiff irgendwie hatte, da gab es irgendwie nichts so zu erledigen da drin. So, hier sind noch so viele Rätsel. Muss ich hier machen. Das Problem ist, ich muss das hier alles machen auf Anhieb, weil sonst werde ich das vergessen. Ich werde nie im Leben daran denken, noch mal zurück hier in so ein Schiff zu gehen, das hier zu platzieren oder irgendwie sowas. Und wie auch immer das funktioniert. Und dann noch mal hier alles hier, weil ich weiß nicht, ob ich die Schiffe dann im Weltraum platzieren muss, ne? Dann nehme ich mal an, dem Torstern kann ich auch rein? Da gibt es dann auch Sachen zu erledigen. Yay. Okay, kann er Grievous auch machen? Kann er sogar. Jetzt nicht gedacht, dass er das kann. Ich dachte irgendwie, da bräuchte man irgendwie die Macht oder so. Oh mein Gott. Warum so schwer? Was zum? Er geht offroad. Er hat schräg geschnitten. In das Lichtschwert in der Hand. In die Hand. Ah, oh, unsichtbar an, ich verstehe. Feste in die Hand nehmen. Tisch. Die Dinger so haben. Oh, nee, nicht schon wieder. 2. Oh, wie viele Sekunden habe ich? Dafür kriege ich so 25 Sekunden. Für letzte habe ich irgendwie mal 10 Sekunden gebraucht. Sichtbares. Ich verstehe es. Unsichtbare Hand, ja. Was ist das nächste Ding? Wie heißt das nächste Ding? Ein Händchen für Steinchen oder irgendwie sowas? Na, guck mal da oben. Letzte Statue. Da war ich links. Also habe ich nicht schon früher freigeschaltet dann. Der unsichtbare General. So. Ich kann auf mich aufpassen. Ich brauche nur jemanden, der mir meinen Platz in all dem hier zeigt. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakub. Von der Hand so ist. Ah, perfekt. Alles erledigt. Gut. Na gut, dann haben wir das hier auch erledigt, ne? Soll ich mir vielleicht irgendwas noch holen hier so? Großkampfschiff habe ich schon, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie ja was bringt. Muss ich die ja irgendwie noch aufplatzieren? Da kann man ja mal machen, ne?
Wird hier irgendwie angezeigt, unsichtbare Hand und so, ne? Ich weiß nicht. Ja, das macht es natürlich ein bisschen unübersichtlicher, ne? Da muss ich halt noch aufpassen, dass ich in jedes Großkampfschiff reingegangen bin, ne? Um zu gucken, ob es da irgendwie Quests gibt oder so, ne? Na gut. Ah, werde ich schon irgendwie schaffen, ne? Gut, dann sage ich. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter. Ich nehme an, wir gehen auf Mustafa und tun Bosk nicht folgen und treiben diese Quest dann weiter an. Und ja, dann noch ein bisschen freies Spiel und so, ne? Freie Galaxis, wie auch immer man das nennt. Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn nein, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.